Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von InnoGy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Stop and Go, Stress und Stau. Die sattsam bekannte Verkehrssituation in der Salzkottener Innenstadt zur Raschauerzeit. Im Schlepptau hohe Abgaswerte, steigender Lärm, sinkende Aufenthaltsqualität für Kunden und Anwohner. Der Bau einer Umgehungsstraße soll die Antwort auf die Verkehrsmisere sein. Neidvoll blickt man nach Bad Wünnenberg, B480 Neu-Umgehungsstraße. Das hat gedauert. Über 20 Jahre sind vergangen, vom Planungsansatz bis zur noch andauernden Realisierung. Vor 2 Jahren schien endlich Bewegung in die Sache Umgehungsstraße Salzkotten B1 neu zu kommen. Dann Bürgerversammlung in der Selzer Halle. Der Landesbetrieb Straßen NRW stellte 4 Planungsvarianten vor. Ein fertiges Konzept allerdings ist dabei nicht herausgekommen. Die 4 Planungsvarianten offenbar nicht mehr als rezeptfreie Beruhigungspillen für den Bürger. Doch auch das ist Realität. Die Salzkottener Innenstadt gegen 10 Uhr. Von Stop and Go, Stress und Stau, keine Spur. Seit geraumer Zeit Tempo 30 Zonen auf einer Länge von nur 800 Metern. Unterbrochen von einer Beschleunigungszone Tempo 50. So stellt sich die Ausgangslage dar, die Norbert Pohlmeier, Dr. Hendrik Schlune, Karl-Heinz Frenzel und Andreas Niggemeier nicht einfach abwartend auf sich beruhen lassen wollen, sondern Bewegung in die Sache Innenstadtverkehr bringen. Im Fokus der 3 Aktivisten, Verkehrssicherheit für die Fußgänger und Radfahrer, erhöhte Aufenthaltsqualität durch weniger Lärm und Abgase sowie gleichmäßiger Abfluss des Straßenverkehrs im Innenstadtbereich. Zu diesen Bereichen haben die 4 Aktivisten einen Bürgerantrag gestellt, der auf der Tagesordnung des Rates demnächst behandelt werden muss. Im Einzelnen zu den Inhaltsbereichen zunächst Dr. Hendrik Schlune. Also neben Tempo 30 sehen wir noch weiteres Verbesserungspotenzial. Wir haben mit über 5 Metern eine viel zu große Fahrbahnbreite. Das lädt dann zum Schnellfahren in Nebenzeiten ein. Auf der anderen Seite haben wir nicht ausreichend Platz für die Radfahrer und Fußgänger. Und das kommt automatisch dazu Konfliktsituationen und das zeigen auch die Unfallzahlen. Deshalb wäre unser Vorschlag, den Radverkehr zumindest in eine Richtung auf die Fahrbahn zu verlegen und zusätzliche Querungshilfen für die Fußgänger anzulegen. Einmal an der Heda, dann auf Höhe der Stadtbibliothek und dann hier vor dem Schreibwarenladen. Und Andreas Niggemeier ergänzt den weiteren inhaltlichen Bereich, den mittlerweile über 120 Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Die Anwohner von der Langen Straße fordern Tempo 30 für die gesamte Lange Straße. Es gibt ja bereits ein Lärmschutzgutachten, da wurde Tempo 30 ja auch schon empfohlen. Was man daraus gemacht hat, das hat uns durchaus ein bisschen verwundert. Das ist eher so ein Stückwerk. Da hinten gilt dann ein kurzes Stück Tempo 30, dann wieder 50, an der Paderborner Straße dann wieder 30. Das Ganze zeitlich begrenzt. Außer dass es für Verwirrung gesorgt hat, hat es weder was für den Lärmschutz noch was für den Verkehrsfluss gebracht. Nun, die Realisierung dieser Anliegen sind für die Aktivisten keine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Wollens. Am 13. September sind Kommunalwahlen. Wie stehen die Kandidaten zu diesen Anliegen? Fragen Sie doch einmal danach. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.